So, da sind wir. Das wohl berühmteste Motiv aus dieser Gegend, der Freizeitpark von Pripyat, wurde aufgebaut für das Volksfest am 1. Mai. Ja, und ist leider nie eröffnet worden. Das ist natürlich schade gewesen für die ganzen Bewohner, die haben sich darauf gefreut. Ja, und nun ist es ein Relikt aus dieser Zeit. Ja, das eigentlich symbolisch mittlerweile für das Unglück steht, denn das ist mit das Hauptmotiv, was hier sämtliche Fotografen fotografieren. Das werde ich natürlich auch tun, so leid es mir tut. Eigentlich ist es gar nicht so mein Ding, diesen Mainstream-Sachen hinterher zu rennen, aber hier ist es dann doch eine Ausnahme. Es ist wirklich warm. Ja, hier sind wir beim Autoscooter. Ist natürlich auch ein oft gezeigter Spot, aber er ist nun auch wirklich sehr sehenswert. Leider aber auch von der Strahlung her ein Hotspot, da hier sehr viel Moos ist, sehr viel Blätter. Deswegen allzu lange werde ich mich hier nicht aufhalten. Die Bilder habe ich jetzt schon gemacht, damit ich einmal kurz ein Video machen kann für euch. Ja, es ist natürlich extrem trostlos auch hier, ne? Man sieht die ganzen Autos, die eigentlich für Spaß und Spiel gedacht sind. Und dann tja, stehen die so einsam und verlassen hier rum. Es ist in den Gebäuden viel, viel kühler als draußen, das ist recht angenehm. So schaut das fertige Foto dann aus. Es ist wirklich gar nicht so einfach, sich hier zu orientieren und vor allen Dingen zu schauen, welche Gebäude interessant sein können, welche eher nicht. Denn bei der Anzahl an Gebäuden und Häusern und ja, es ist natürlich unmöglich, alle in der Zeit, die man hier ist, zu fotografieren und auch jedes einzelne komplett durchzukämmen. Das funktioniert gar nicht, aber ich versuche mich halt auf die spannenden Sachen zu konzentrieren. Das hier ist übrigens eine sehr berühmte Telefonzelle, also vom Motiv her, denn dort wurden oft die Bilder verglichen zwischen damals und heute. Es gab einige Aufnahmen, wo die Telefonzelle mit diesem Haus hier an der Ecke aus Originalaufnahmen zu erkennen ist, aus der damaligen Zeit. Ja, und das wird halt gerne als Synonymbild dafür verwendet, wie es jetzt ausschaut hier. Es ist natürlich auch einiges geplündert hier, das ist klar. Die Wertgegenstände und so, das ist hier oft herausgeholt worden. Aber dennoch ist es sehr, sehr sehenswert. Ich habe ein altes Schiff entdeckt, habe auch mal einen Weg drauf gefunden. Wow, das sieht ja cool aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wow, geil. Das Ding ist richtig alt.
ist auch nicht mehr an allen Stellen gut zu begehen, denn sonst lande ich, glaube ich, schneller im Wasser, als mir das lieb ist. Und was da so kreucht und fleucht, will ich gar nicht wissen. Und davon abgesehen, dass die Kamera auch im Eimer wäre. Aber die Aussicht, die ist gigantisch. Das sieht sowas von idyllisch und relaxed aus hier. Tja, nur ist hier im Umkreis von, ja, 30 Kilometer gar nichts. Und was auch wirklich auffällt, die ganzen Pflanzen, die sind nicht einfach nur blätterlos, weil wir Frühling haben, sondern die sind tot. Das ist halt schon krass. Kann ich mir vorstellen, war sicherlich mal ein richtig schönes Schiff. Ob jetzt ein Fischkutter war oder so, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat es recht große Räume unten, Frachträume wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall wirklich sehr sehenswert, wenn man sich hier mal anschaut, wie das Holz schon kaputt gegangen ist und der Rost überall gefressen hat. Sehr, sehr cool, definitiv. Ja, es hat leider ziemlich angefangen zu regnen, sind aber auch fast am Ende des Tages, fahren zurück ins Hotel nun. Dort am hinten kann man nochmal den Reaktor sehen, beziehungsweise das Kraftwerk mit der Schutzhülle drumherum. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, es ist sehr klein am hinten Horizont.